Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Sleeping Dogs. So, Autochen haben wir noch da. Dann nehmen wir das einfach mal und fahren mit dem zu unserer... wieder zurück. Und hoffen wir, dass der sich jetzt nicht noch irgendwo festfährt. Ich würde da gerne einmal durch, bitte. Danke. Hier gäbe es halt noch ein Dings, ein Autorennen. Obwohl, das gibt doch bestimmt auch Dings. Machen wir das Autorennen. Oh. Da bin ich mal gespannt, ob das was wird. Mit dem Wagen. Also Beschleunigung hast du ja nicht so unglaublich viel, ne? Die aber auch nicht. Na, ich guck mal. Wie gesagt, ich versuch's mal. Sonst müssen wir das mal machen, wenn wir bessere Wagen haben. Die da eher mit umkommen. Also mit umgehen können. Von der Beschleunigung kannst du das Ding ja echt vergessen. Aber wir können die Autos einigermaßen wegrammen. Das ist schon mal ganz gut. So, erkämpfen wir uns mal den Platz vorne. Was war das jetzt bitte? Hüpfst du einfach mal so in die Luft? Ja, wie gesagt, physikalisch ist das jetzt nicht so der Brenner. Aber hey. Das lässt sich zum Glück ganz gut spielen. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, das wird mich jetzt meinen Sieg gekostet haben, dieser Unfall. Ah ne, ich kann hier wieder ein bisschen näher ran. Wie gesagt, die Beschleunigung von dem Wagen ist halt nicht wirklich vorhanden. Den kriege ich wahrscheinlich nicht mehr, oder? Ne, scheiße. Sei denn, du fahrst, bist dich jetzt noch irgendwo, aber nö. Okay, ich brauche einen besseren Wagen, um das zu erledigen. Ich versuch's noch einmal. So lange war es ja zum Glück nicht. Wieso habe ich denn keinen B-Klasse-Wagen eigentlich? So, jetzt haben wir zumindest mal ein bisschen hier für Verwirrung gesorgt. Ein paar weghauen können. Die Flammen, ja gut, die haben halt doch schon ein bisschen Vorsprung hier. Wie gesagt, der ist halt nicht schnell. Das ist kein Rennwagen. Da, ich glaube, das werden wir nicht allzu viel reißen können hier. Aber wie gesagt, den Versuch machen wir noch. Es war ja vorhin, sah es ja gar nicht mal so schlecht aus, bis halt eben auf diese eine Aktion, wo ich dann einen Unfall gebaut habe und das Auto mal meinte, es springt einfach mal spontan in die Luft. Naja, ich glaube, das da wird wieder nichts. Da... Diesmal kommen die auch besser durch und ich muss hier zu sehr abbremsen. Wenn der einmal bremst, kannst du das leider relativ knicken. Ah, 60%. Haben wir. Gut, lassen wir das mit dem Rennen. Nee, ich habe da echt keine Chance, da irgendwie ranzukommen, Mann. Aber gut, weiß Bescheid. Mit dem Wagen lässt sich einfach kein Blumentopf gewinnen. Das lief ja noch schlechter als beim ersten Mal.
Wo ist denn mein Wagen eigentlich? Ich schätze mal weg. Na gut, dann nehmen wir uns den nächsten hier. Kommen Sie mal her. Komm. Gib her. Dann ab. Da. Vielleicht auch einen von den Wagen hier einfach klauen sollen. Wäre vielleicht eine Idee. Der ist jetzt nicht so wirklich schnell, aber naja. Er fährt, kommt einigermaßen vom Fleck. Von daher zum Heimkommen sollte es gerade noch reichen. Können wir hier noch ordentlich unfreie Fahrt machen, weil das Ding eh nicht wirklich schnell ist. Dass sich das groß lohnen würde. Da geht's hoch, okay. Danke für die Pfeile, liebes Spiel. So, dann mal ab zum Überwachungssystem und danach leben wir uns pennen. Achso, da, North Point. Dann schauen wir mal. Sehr nett. Guck mal, da haben wir sogar noch ein Upgrade für gekriegt. Okay, dann hätte ich jetzt gerne hier der Action-Ausstieg. Dann eine Runde pennen. Und dann geht's weiter. He's gonna have to show me some blood on his hands. Show your true colors tonight, brother. You are an officer of the law. Okay, was haben wir denn jetzt Schönes? Onkel Poe. Mal schauen, was der so hat. Drogenratze hätten wir auch noch. Between Dog Eyes and Winston, I expect. Was that cockroach you call a boyfriend there? No way. Why do you have to call so, dann, wird nix. Hat's hier wenig festgefahren, das Ding. What, can I help you? Hallo. I used to own 7 cars in this lot. Stimmt, das sind alles Klasse C-Dinger. Das ist mein einziger Klasse B-Wagen. Trust me. Ich glaube, ich muss mir mal Autos kaufen. Hello. Wait. The Knox Security Company has refused to pay protection money. If you see their vans, hijack them and bring them to one of our garages. Okay. Sounds good. I'll grab them if I see them. Wir versuchen war das doch gerade mal. Jetzt habe ich ja hier meinen tollen Dings freigeschaltet. Bums. Na?
Ach. Ist gar nicht so einfach. Mann. Ja, ich komme gerade mit den Tasten auch nicht zurecht. Jetzt. Dann erhol dich. So, sehr schön. Tschüss, ich muss da mal kurz weg. Das ging erstaunlich schnell. Da haben wir einen Auftrag, den machen wir gleich. Erstmal bringen wir den Van weg. Wo ist denn mein Ziel? Nur so ein Stückchen. Alles klar, dann fahren wir den halt erstmal rüber und machen den Auftrag dann danach. Ja, ich hätte mir wieder Dings hier mitnehmen sollen. Ein Energy Drink zu Hause. Naja, nächstes Mal. Ups. Aber ich denke, da soll es ja relativ egal sein, wie beschädigt die sind. Muss ja einfach nur weggebracht werden, das Ding. Da unten wäre wieder jemand, der auf Stress aus ist. Na, heute mal nicht, oder? Ah, vielleicht im Rückweg. Ah, das ist noch ein Rennen. Das hatten wir aber schon, oder? Oder ich habe das letzte Mal nicht hingekriegt. So, dann mal los. Ja, ich weiß nicht, hatten wir das Motorradrennen? Hatten wir doch nicht. Ich glaube, das habe ich gewonnen. Vielleicht ist es tatsächlich wieder ein anderes gerade. Ihr seid mir mal welche. So, ist aber echt sehr chaotisch gerade. Ich kann hier nicht wirklich einen Vorsprung rausholen. Geschweige denn einen Vorteil. Oder war das das, was ich verhauen habe? Ja, guck mal, das ist ja ewig lang. 18% erledigt. Ach man, hör doch auf, hängen zu bleiben. Das hält doch nur auf. Es kann sein, dass ich das jetzt das letzte Mal nicht geschafft habe und dann keinen Bock mehr hatte, weil es so lang dauert. Ich weiß aber auch nicht, ob es da irgendwie, ob wir die irgendwie alle mal machen müssen. Oder ob die dann doch relativ optional sind, die Dinger. Oh, das ist aber ein normaler Motorradfahrer. Der gehört gar nicht zum Rennen. Fahr doch bitte mehr in die Kurve.
meine Herren. Na, immerhin einer weniger. Hat mich allerdings auch zwei Plätze, na gut, fast einen Platz gekostet. So, jetzt das noch halten. Wir haben halt noch nicht mal die Hälfte. Aber es ist vielleicht schon mal ein Vorteil, wenn wir vorne hängen. Das hat sich dann aber auch schnell wieder geändert. Ja genau, flieg doch am besten ganz woanders hin. Wir haben es verloren, oder? Wenn wir jetzt raus sind, ja. Alles klar, dann, ich glaube, das war das Rennen, was halt nicht so funktioniert. Deswegen leck mich bitte, ich habe da jetzt keinen Bock drauf. Ich möchte gern weiterkommen und Sachen haben, die ich schaffe. So, Park, wo warten? Können wir uns vielleicht mal einen Klasse B-Wagen kaufen, der ein bisschen was unter der Haube hat? Brauchen wir Ansehen 3 für. Und wir haben nicht genug Geld. Den könnten wir uns halt gerade so leisten. Okay. Dann halt nicht. Ich glaube, die Leute hier umbringen bringt auch nichts, weil XP gibt es ja nicht. Also in dem Falle halt nicht. Dann hätte ich gerne ein Auto, bitte. Das glaube ich nicht, Tim. So, genau, das andere waren alles Sachen, wo ich jetzt gerade nicht großartig weiterkommen würde. Dann fahren wir mal rüber. Gucken, was das mit Onkel Po wird. Den Weg bitte. Obwohl, wenn ich mir das Side-Maze so anschaue, vielleicht packen wir das doch erst in die nächste Folge. Und ich schnapp mir noch so ein Ding. Oder Drogenrazzia. Na, machen wir Drogenrazzia. Da haben wir die Dings ja auch schon gehackt, die Kamera. Wenn das die ist, die ich meine. Da blinkt ja auch noch was. Ah, das ist die Kamera, okay. Hallo. Einmal. So. Du meinst, jetzt ist hier groß was drauf, ne? Aua. So, dann verzieht euch mal. Ah ne, die Kamera haben wir noch nicht gehackt. Dann machen wir das noch gerade. Ich glaube, so ein Überwachungssystem können wir dann auch später mal irgendwann machen. Von daher sollte das passen. Ja, machen wir 2, 0, 9 und 6. Die 0 stimmt. Wie wäre es mit 1, 4 und 5?
5 stimmt auch, sehr gut. Hier noch eine 3. 2 haben wir schon. 4 kann nicht sein. 5 haben wir schon. 6 kann es nicht sein. Eine 7. Okay, 7 kommt dahin. Und dann haben wir hier noch eine 8. Ich glaube, dann hätten wir es. Jawohl. Alles klar. Oh, hi. Wie gesagt, das mit dem Überwachungsding machen wir dann später. In der nächsten Folge holen wir uns erstmal die Mission hier ab. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Seid beim nächsten Mal dann wieder mit dabei. Und bis dahin, macht's gut und ciao, ciao.